Noch mehr Tests, eventuell auch Klagen und damit auch noch mehr Arbeit für die Finanzprokuratur, deren Chef Wolfgang Pischorn ich jetzt live in unserem Gästestudio begrüße. Guten Abend. Guten Abend. Herr Pischorn, Österreich testet wie kein anderes Land. Das kostet Steuermilliarden, haben wir gerade gehört. Und trotzdem haben wir Rekordinfektionen. Stellt sich daher mittlerweile auch für Sie als Anwalt der Republik die Kosten-Nutzen-Frage? Ja, die Finanzprokuratur hat die Aufgabe, rechtlich zu beraten und rechtlich zu vertreten im Interesse des Staates. Und das, was ein vernünftiger Staat tun soll nach der Bundesverfassung, ist, bevor er etwas bestellt, beschafft, kauft, sich zu überlegen, ob er das braucht und ob der Einsatz auch das Ergebnis herbeiführt. Und das ist eine berechtigte Frage, die in den letzten Tagen diskutiert wird. Wie viele Testungen braucht das Land? Weil die zweite Frage, damit anschließend auch zu beantworten ist, wie viel davon soll die Allgemeiner, die Steuerzahlerinnen und der Steuerzahler zahlen? Was ist Ihre Antwort? Das muss sich daran orientieren, an dem gesundheitspolitischen Ziel. Und das müssen Experten beantworten. Ich bin kein Gesundheitsexperte, aber letztendlich geht es darum, dass der Geldeinsatz aus Steuermitteln auch zu dem Ergebnis führt, das man damit verfolgt. Ich gehe davon aus, dass immer das Ziel ist, Infektionen, die Ausbreitung der Infektionen zumindest einzuschränken, einzudämmen. Und das muss man mal evaluieren, ob das damit auch dieses Ziel erreicht wird. Diese Antworten, die Sie angesprochen haben, nämlich von Expertinnen und Experten, die gibt es bereits, führenden Virologinnen wie Elisabeth Buhammer-Stöckl, aber auch dem Epidemiologen Gerald Gattlehner, morgen in der Presse. Der spricht von einem Test-Overkill und von einem Luxus ohne Zusatznutzen. Kurzum, da werden Ressourcen nicht zielführend eigentlich, also im Sinne der Tests, gebraucht. Und lieber sollte man nur vulnerable oder infektiöse symptomatische testen. Wenn man diese Expertinnen und Experten heranzieht, dann kann das ja nicht effektiv sein im Sinne der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Naja, wir haben auch in Ihrem Beitrag einen anderen Experten gehört, der das wieder anders sieht. Also es gibt ja ganz unterschiedliche Expertenmeinungen. Aber das ist ja die eine Seite. Nämlich die erste Frage ist, ist dieses Ziel ein sinnvolles? Die zweite Frage ist, wie viel von den Kosten, um dieses Ziel zu erreichen, soll die Steuerzahler und der Steuerzahler übernehmen? Soll es auch nicht einen Selbstbehalt geben? Soll es hier weiterhin möglich sein, sich an einem Tag mehrfach auf Kosten der Steuerzahler und Steuerzahler zu testen? Oder soll es hier einen Lenkungseffekt geben? Das sind alles Fragen, die natürlich hochpolitisch sind und nicht in meine Zuständigkeit fallen. Eine Frage ist aber logisch und wird Sie auch als Jurist interessieren, nämlich da kommt jetzt die Dimension hinzu, wir haben ja jetzt bald eine Impfpflicht. Und künftig wäre es dann aber auch möglich, dass Ungeimpfte, die sich nicht an dieses Gesetz halten, mit Gratistests ins Restaurant oder ins Hotel gehen können. Das kann ja nicht im Sinne der Steuerzahler sein, oder? Na, als Jurist interessiert mich einmal, dass ich das rechtlich erklären kann. Und wenn ich eine Pflicht zum Impfen habe, dann stellt sich natürlich die Frage, wie ich das rechtlich erklären kann, dass ich gleichzeitig eine gratis PCR-Testung anbiete, die diese Impfpflicht teilweise sozusagen egalisiert. Also das sind natürlich Fragen, die man sich nicht nur stellen muss, sondern die man auch beantworten muss, wenn man mit Steuermitteln sorgsam umgeht. Richtig logisch ist das nicht, oder? Die Denklogik ist etwas, was manchmal nicht beachtet wird. Da gebe ich Ihnen recht. Jetzt ist es ja so, dass kostenpflichtige Tests diskutiert werden von Teilen in der Politik. Andererseits hat die Regierung GECKO, das Beratungsgremium, beauftragt, die PCR-Tests, weil die funktionieren außerhalb von Wien nicht wirklich reibungslos, auszubauen bis April. Da müsste auch neu ausgeschrieben werden. Und jetzt haben wir auch im Beitrag gesehen, da gibt es bei der Vergabe durchaus Probleme. Bußgelder bis zu 500.000 Euro, müsste man da das System nicht anpassen? Die Vergaberichtlinien, was könnte man besser machen? Also zunächst einmal, ich kenne den Auftrag der Bundesregierung an GECKO nicht. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist allerdings, dass hier vieles vermischt wird und natürlich im Rahmen eines Interviews die Dinge auch nicht so ausreichend erklärt werden können. Aber eines muss man mal sehen, dieser ganze Prozess, der auch im Beitrag versucht wurde darzustellen, gliedert sich in drei Themenbereiche. Das eine ist die sogenannte Ausschreibung, die dazu führt, dass Interessenten gesucht werden, die den das beste Produkt zum besten Preis für die Republik anbieten. Das ist die Ausschreibung und mündet in eine sogenannte Rahmenvereinbarung.
diese Ausschreibung ist rechtsverbindlich geworden, also anders als von einem Bewerberanbieter im Beitrag angeführt, da gab es überhaupt keine Rechtswidrigkeit. Auch dieser Anbieter hat bis zum heutigen Tag, also bis zum gestrigen Tag, auf Grundlage dieser Rahmenvereinbarung, die von der Bundesbeschaffungs GmbH ausgeschrieben worden ist, seine Aufträge abgeführt und sein Geld erhalten. Das stimmt einfach nicht. Das, was als zweites Thema dann passiert ist, dass verschiedene öffentliche Auftraggeber aus dieser Rahmenvereinbarung Verträge schließen. Das ist passiert durch die Länder, durch den Bund, zum Beispiel bei der Schultestung. Und dann kommt das dritte Thema, wenn ich einen Vertrag habe, so wenn Sie einen konzessionierten Installateur, das müssen Sie mir noch kurz sagen lassen, beauftragen, bei Ihnen eine Heizung zu installieren, dann kann es, wenn Sie einen Vertrag haben, zu sogenannten Leistungsstörungen kommen. Das heißt, es funktioniert etwas nicht und dann müssen Sie, und dann kommt die Finanzprokuratur ins Spiel, versuchen, den Schaden so gering wie möglich zu halten, Ansprüche geltend zu machen. Und das tun wir. Und genau die Frage ist ja die interessante, denn das passiert ja bei den Schul-PCR-Tests. Die werden ja nicht dieser Auftrag so erfüllt, wie er eben vergeben wurde, weil es wird nicht zweimal die Woche PCR getestet, mit Ausnahme von Wien. Ja, das ist leider ein allgemeines Phänomen, das wir tagtäglich auch privat erleben können. Ein Auto funktioniert nicht zu Ihrer Zufriedenheit, Sie müssen in die Werkstatt etc. Aber die viel entscheidende Frage ist, ist vorher etwas falsch gelaufen? Wurde die wirtschaftliche, aber vor allem technische, medizinische Zuverlässigkeit dieser Anbieter nicht überprüft? Die Rahmenvereinbarung besteht mit mehr als 20 dieser Anbieter und die Antwort ist, das wird überprüft. Diese Anbieter müssen sich einschließlich des in Wien tätigen, auch einen Monitoring unterziehen. Hier wird dauernd überprüft, ob die Laborfähigkeit vorhanden ist. Dass es aber offensichtliche Probleme gibt bei den Vergaben und die sind mittlerweile auch ein Fall für die Justiz, sehen wir zum Beispiel bei den Masken. Von Hygiene Austria angefangen bis zuletzt, es waren Masken wurden bestellt aus China, die eben nicht rechtskonform beziehungsweise die nicht funktionsfähig waren, über das Rote Kreuz. Können Sie uns hier einen Überblick zumindest geben, Herr Peschon, und zwar, wie viel Schaden ist denn hier mittlerweile für den Steuerzahler entstanden? Also auch die Masken, das muss ich vorausschicken, ist ein Thema, dass etwas vereinbart wurde, ganz eindeutig im Vertrag und unser Vertragspartner sich nach unseren Recherchen nicht an diese Vereinbarung gehalten hat. Es wurde nicht das geliefert, was vereinbart wurde. Das ist sowohl bei der einen wie bei der anderen Geschichte. Sie haben jetzt Hygiene Austria erwähnt. Es gibt ja einen zweiten Fall, wo wir eine Sachverhaltsdarstellung erstattet haben und uns Privatbeteiligte angeschlossen haben. Ich kann Ihnen keinen Überblick geben über eine endgültige Zahl, weil wir natürlich sukzessive immer wieder zu Fällen gerufen werden, die aufarbeiten. Das kostet viel Energie, das ist unser Job. Und dann in weiterer Folge versuchen, eben wie ich eingangs gesagt habe, alles für die Interessen der Steuerzahler und Steuerzahler zu tun, dass hier der Schaden für sie so gering wie möglich gehalten wird. Ich glaube, wir werden aus dieser Pandemiezeit, wenn ich das so abschließen darf, noch sehr, sehr viel Arbeit haben. Wir führen zahlreiche Nachprüfungsverfahren, Feststellungsverfahren. Wir führen viele aktive Ansprüche gegen Anbieter, die sich nicht so verhalten haben, wie sie es uns vertraglich zugesichert haben. Und dann beschäftigen Sie noch andere Prüfungen und hier machen wir einen Unterbruch, nämlich ob Steuergeld rechtmäßig eingesetzt wurde. Die Rede ist von den mittlerweile berühmten Beinschab-Studien, die wir seit einer Woche nun alle kennen, nämlich für uns alle auch ersichtlich, es gibt da offenbar keinen Mehrwert, keinen Nutzen für Steuerzahlerinnen und Steuerzahler zu wissen, welches Tier ein bestimmter Politiker ist. Warum, Herr Peschon, schließen Sie sich da nicht zivilrechtlich gleich an und klagen diese Gelder ein? Weil wir genau aus dem Interesse, das ich schon erwähnt habe, für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler sehr sorgfältig vorgehen, weil hier nichts verjährt, weil wir einen Plan haben und der Plan hat als ersten Schritt vorgesehen, dass die interne Revision des Bundesministeriums für Finanzen einmal die aktenmäßigen Vorgänge untersucht. Wir diese Untersuchung der WKStA zur Verfügung stellen, dass die mit den Zwangsmitteln, die eine Strafverfolgungsbehörde hat, noch stärker in den Fall hineinsteigt. Und wir prüfen jetzt parallel als Anwalt der Republik diese Vorgänge rechtlich, um dann einen sauberen privatbeteiligten Anschluss machen zu können und nicht einfach plump mit vielleicht einem Euro uns einmal anzuschließen.
Jetzt kommt man aus dem Staunen nicht mehr raus in den letzten Tagen. Es gibt dann auch noch zum Beispiel die Steuerakte, den Steuernachlass in der Causa Siegfried Wolf. Aber wäre es dann nicht lohnend, wenn wir bei den Studien zum Beispiel bleiben, noch in anderen Ministerien nachzuprüfen, ob da die Steuergelder ordentlich verwendet wurden? Ich glaube, das lohnt sich immer zu schauen, ob Steuergelder ordentlich verwendet werden. Da brauche ich auch gar keine neuen Regeln. Da gibt es ganz klare Regeln im Bundeshaushaltsgesetz zum Beispiel. Aber das einfach nur anzukündigen und das nicht mit einer ordentlichen Struktur zu machen, das ist etwas, was ich auch nicht gutieren würde. Ich glaube, was notwendig ist, ist einfach die Kräfte, die es in dieser Republik, nämlich in der Verwaltung gibt, gesetzmäßig vorzugehen. Diese Kräfte müssen gestärkt werden. Das ist der beste Korruptionsschutz, viel besser und viel effektiver als im Nachhinein, wenn bereits etwas passiert ist, zu versuchen, dem hinterherzurennen. Abschließende Frage. Um diese Fragen wird es im Untersuchungsausschuss im März gehen. Sie sind wieder einmal geladen als Auskunftsperson. Wir wissen auch mittlerweile von Chats für Postenvergabe, berühmte Sideletter, all das ist nachzulesen. Und Sie haben als Innenminister mal von Netzwerken gesprochen. Fühlen Sie sich jetzt bestätigt? Sind das diese Netzwerke? Na, ich bin als Innenminister, muss ich korrigieren, gefragt und nach den Netzwerken. Ich habe selber schon lang davor von Netzwerken, ich habe jetzt immer gesagt, Berater- und Interessensnetzwerk gesprochen. Ich fühle mich nicht nur bestätigt, ich habe mit diesen Berater- und Interessensnetzwerken über die letzten 16 Jahre intensiv zu tun gehabt. Das war nicht angenehm, aber im Interesse des Staates ist es meine Aufgabe, dagegen anzukämpfen. Ich hoffe, dass der Untersuchungsausschuss einige dieser Berater- und Interessensnetzwerke offenlegt. Und das wäre dann ein gutes Ergebnis. Dann sind wir gespannt auf Ihre Aussagen im Untersuchungsausschuss. Ich sage danke, Herr Dr. Pichon. Danke für die Einladung.